Tropensturm Erika bringt derzeit auf einigen Karibikinseln schwere Überschwemmungen. Hier auf Dominica werden Autos von den reißenden Fluten mitgerissen. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen. Die immensen Regenfluten auf der Karibikinsel lassen selbst Häuser einstürzen. In der Region sind über 300 Liter auf den Quadratmeter gefallen, was etwa der Hälfte des Jahresniederschlags für Berlin entspricht. Hurricane Erika nimmt nun Kurs auf die Dominikanische Republik. Im Verlauf könnte auch Florida getroffen werden. Verfolgen Sie die Zugbahn im Wetterticker auf wetteronline.de.